Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich ganz doll, dass ihr auch mit dabei seid. Und heute zeige ich euch, was so nagellacktechnisch bei mir einziehen durfte. Ich habe einmal bei Holotaco bestellt und einmal bei der lieben Shopping for Olympia auf Instagram ihr zwei Nagellackpakete abgekauft, beziehungsweise zwei Nagellacksets. Die sind schon gebraucht, aber die sind noch in gutem Zustand. Und da wir starten mit Holotaco, die kommen in diesen wunderschönen Boxen. Ich mache die mal auf für euch. Da steht Holo, it's me. Und hier seht ihr schon mal die ersten vier Farben. Ich habe mir das Rainbow Bundle bestellt und den Sila the Cat. Das Rainbow Bundle besteht aus 7 Farben und Sila the Cat ist ein Orangefarbton mit Glitzer. Wir starten, so sieht die Box aus. Ist auch holographisch mit dem Holotaco Logo. Wir starten mit Blue Freezy. Das ist ein wunderschönes Blau. So sieht die Flasche aus. Wunderschönes Blau mit Holo. Ich hoffe, das kommt einigermaßen in der Kamera rüber. Wunderschön. Ich zeige euch mal den Pinsel. Nicht erschrecken, der ist ein bisschen schmaler. Aber im Vergleich zu den Essie-Nagellacken, aus den USA, ist der schon breiter. Also das, der rote ist der von Essie und der linke, der blaue, ist Holotaco. Dadurch, dass die Formulierung von den Lacken so gut ist, macht das gar nichts, dass der Pinsel so schmal ist. Damit kommt man dann präziser in jede Ecke rein. Und die Besitzerin von Holotaco ist eine YouTuberin, Simply Nailogical, Christine, ohne Haar. Und die hat so runde Nägel, also sehr gebogene Nägel. Und deswegen ist ihr das wichtig, dass sie Pinselchen nicht zu breit sind, weil sonst kann sie damit nicht lackieren. Deswegen sind die relativ schmal, aber wie gesagt, durch die gute Formulierung macht das gar nichts. Als nächstes haben wir hier Green Taffy. Ein wunderschönes Grün. Ein helles, frühlingshaftes Grün mit Holo. Ja, so ist richtig rum. Auch wieder auf der Flasche das Holotaco-Logo. Wunderschön aufgemacht. Ich liebe die Holotaco-Lacke. Ich bin ein Riesenfan. Als nächstes haben wir Red Licorice. Ein schönes Kirschrot mit Holo. Holotaco, die haben alle Holo. Außer die Cremelacke. Es gibt auch Cremelacke. Aber davon habe ich mir jetzt noch keinen bestellt. Dann haben wir hier Orange Drink. Ein schönes, helles Orange. Kann ich mir auch toll für Halloween-Nägel vorstellen. Das war der erste Karton. So, dann geht's weiter. Eine wunderschöne Farbe, Purple Slushy. Ein wunderschönes dunkles Lila mit Holo.
Der ist so wunderschön auf den Nägeln. Der ist so schön. Ich habe den mir in der ersten Bestellung, die ich gemacht habe, schon mal bestellt. Und habe den mit Midnight Spark, auch ein schönes dunkles Blau, zusammen gesponged als Gradient. Das war so schön. So schön. Also als Farbverlauf, um mal bei Deutsch zu bleiben. Magenta Jelly. Ein schönes, sattes Pink, Magenta, mal eher Magenta. Magenta ist ja ein bisschen dunkler als Pink. Mit diesem schönen Holo-Shift. Wunder, wunderschön. Und dann haben wir hier noch den letzten vom Regenbogen, Lemon Sucker. Das ist so ein wunderschönes, strahlendes Gelb mit so einem leichten Grün-Touch. Ganz leicht. Und natürlich auch hier wieder viel Holo drin. Wunderschön. Ich stelle mir einen Gradient vor, einen Farbverlauf vor mit dem Lila, dem Magenta und dem Gelb. Das wäre der Hammer. Dann haben wir hier noch Xyla the Cat. Das ist ein Orange mit ganz vielen gröberen Holo-Glitzerpartikeln. Das ist wunderschön. Xyla the Cat. Xyla ist eine der Katzen von Christine. Deswegen hat die Box auch diesen Katzenaufdruck auch an der Seite. Und das ist so ein orangefarbener Tiger. Deswegen ist der orange der Lack. Genau. Das war Holotaco. Holotaco könnt ihr übrigens auch problemlos nach Deutschland bestellen. Sie haben ab 99 Dollar sind sie versandkostenfrei. Sonst zahlt man 19,99 FedEx-Pauschale. Und dann kommen noch Steuer und Gebühren drauf. Das wird dann direkt auf der Website berechnet und abgezogen. Also ihr bezahlt das direkt auf der Website und dann kommt das direkt zu euch nach Hause, ohne dass ihr zum Zoll laufen müsst. Das ist natürlich sehr praktisch. Das könnten sich andere Firmen auch mal überlegen. So, jetzt kommt das, was ich bei Shopping for Olympia geshoppt habe. Ich habe Glitter on, Glitter off. Also ich habe ein Essence-Set bestellt und ein Sally Hansen-Set. Glitter on, Glitter off habe ich einmal die 05 Starlight Express und die 04 Spotlight On. Das sind schöne Glitzerlacke, die eben den Peel-off-Effekt haben sollen. Davon habe ich insgesamt fünf. Ich glaube, alle, die es gab. Ich glaube, sie hat sich damals alle, die es gab, gekauft. Die 01 Put a Ring on It. Die 02 Razzle Dazzle. Die 03 Party Queen. Das sind die Glitter on Glitter Offs. Dann aus der Crystal Power Reihe den 05 Be a Dreamer. Dann noch mehr aus der Crystal Power Reihe. Einmal die 02 Be Strong und die 01 Be Brilliant. Dann von Sally Hansen eine Smoky Emerald. Das ist so eine Pfauenfarbe, so grün und lila im Shift mit einer dunklen Basis. Man sieht hier nur den Grünshift, aber der
Der wechselt die Farbe auch zu lila. Sehr schön. Dann von Essence Sunset Dreamers Wanted. Essence Wanted Sunset Dreamers Top Coat Desert Heat Effect. Oh, ich bin zu weit rechts. So. Dann Can't Stop the Feeling, ein Brushed Metals Nail Polish. Dann ein Cracked Metal Top Coat in Gold. Dann der Prismatic Top Coat von Essence. Der hat so schicke Flakies drin. Irisierende Flakies. Dann haben wir hier Next Stop Summer Sunglow Top Coat. Ach, hier hat sich noch ein Peel auf Glitter on Glitter off versteckt. Die 06 Glitter in the Air. Dann ein Scented Nail Polish I Love Candy, I Want Candy in der Farbe I Want Peach. Das ist so ein güldener. Sieht aus wie ein Topcoat. Muss ich mal gucken, wie gut der deckt. Und ein wunderschönen Mermaid Sprinkles Topcoat in Somewhere Beyond the Sea. Wunderschön. Bin ich froh, dass ich den habe. Dann zwei etwas ältere Schätzchen aus der The Gel Nail Polish Reihe. Ultraviolet und Call Me Kylie. Dann die etwas neuere Version von den Shine Last and Go Nail Polishes. Einmal die 11 My Sparkling Darling und die 59 Sparks Fly. Dann Honey Honey, so ein gedecktes Orange-Gelb. Need Your Love, ein schönes dunkles Braun. Say My Name, die 36, ein schönes Teal, wie heißt das auf Deutsch? Petrol. Und einmal I'll Cover You, die 43, so ein Flamingo-Ton. Und dann haben wir hier noch den letzten Essence-Nagellack, Shine Last and Go, Walking on Sunshine, die 62. Der ist dem Essie Taxi Hopping sehr ähnlich. Also, ja. Wer den verpasst hat, vielleicht kriegt ja den Taxi Hopping noch, weil den gibt es, glaube ich, nicht mehr. Der wurde, glaube ich, ausgelistet. Dann habe ich hier noch ein paar Schätzchen von Sally Hansen. Einmal den 130 Therapeuter. Und die 191 Pom Gratitude. So ein schönes Altrosa mit goldenem Schein. Dann die 240 Primrose and Proper, ein schönes Rosé. Und dann habe ich noch drei von den Insta-Dry-Lacken. Einmal As Soon as Possible Apple.
Die 383. Die 133 in a Flash. Das ist so ein Perlmutt-Ton. Und mein Favorite Insta-Dry Shooting Star. Der hat so Goldflakies und ein Jelly Basis in Rosé. Und das war's. Das reicht ja auch an meinen Neuzugängen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn ihr mögt, und vielleicht einen lieben Kommentar. Ich würde mich freuen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.